gar nicht. Tag. Ja, ist okay. Why not? No, no, not here. No, 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 but it's a small room. It's not the big. Ach, ich moderiere mich auch selber. Wie, pünktlich anfangen. Machen wir. Na das, also mit dem pünktlich anfangen, das ist ja in Ordnung, aber das mit dem pünktlich aufhören, das diskutieren wir nochmal aus. Ja, herzlich willkommen zum ersten Vortrag. Ich hoffe, der überwiegende Teil ist in der Zeit schon wach, ich weiß, 10 Uhr, mitten in der Nacht. Ich habe mir den Vortragsslot nicht ausgesucht. Ja, ich will ein bisschen was zeigen zum Thema SE Linux. Eine Sicherheitserweiterung, die ja, vor allem aus der Fedora-Welt bekannt ist, also Fedora, Red Hat, CentOS, Scientific Linux. Aber in Zwischenzeit auch bei einigen anderen Distributionen nach und nach auch übernommen werden soll. Ja, mein Name ist Jens Kühnel. Ja, dann stelle ich mich auch kurz vor. Ich bin ja seit Kindesbein Computerfreak, wie gesagt, wie hier da steht, mit 8 Jahren C64 saß klein Jens vorm Computer und hat angefangen zu basteln.
Ja, bin seit 95 Linux-Benutzer und natürlich auch Administrator. Seit 1999 bin ich freiberuflich als Trainer tätig. Ja, und wie man so hier sieht, sammle ich Zertifikate. Also man kann einfach sagen, man nehme ein Linux-Zertifikat und ich kann mit dem Kopf nicken. Also ich kenne im Moment kein hochwertiges Linux-Zertifikat, das ich nicht habe. Was mir im Moment fehlt, ist ein Linux Plus, aber das ist so eine ganz Einstiegsgeschichte, deswegen habe ich die nicht. Bin also entsprechend als Trainer auch dann zertifiziert, mache im Moment meinen Job hauptsächlich mit Red Hat, meistens für Red Hat direkt. Bin allerdings auch zertifiziert von SUSE Novell und bin auch Microsoft-Trainer. Ja, keine faulen Tomaten, ich weiß. Ich sage immer, ich kann halt zertifiziert lästern. Also ich mache auch in dem Microsoft-Umfeld eigentlich kaum noch was, aber ab und zu mal. Es hilft auch, wenn man gerade beim Kunden ist und dann sagen kann, ja, hier, ich weiß auch, was in der Microsoft-Welt geht und ich weiß eben auch, was in der Linux-Welt geht und kann dann eben entsprechend auch fair und entsprechend Hinweise geben, kann sagen, guck mal da ist Linux auch besser eingesetzt. Nee, da bleibt er lieber bei Windows, weil das ist bei Linux schwieriger. Solche Geschichten kann ich eben machen. Ja, ich habe mein MCSE, beziehungsweise ja, mein MCSE im Jahr 99 gemacht, ohne einmal Windows NT Server installiert zu haben, nur mit Samba. Über diese Erlebnisse habe ich dann entsprechend ein Buch geschrieben. Das ist inzwischen halt in der dritten Auflage. Draußen ist Samba 3, Wanderer zwischen den Welten. Ja, ich müsste eigentlich schon längst wieder mal dran sitzen und eine neue Aktualisierung schreiben, habe es aber noch entsprechend nicht geschafft. Ja, wir gucken uns jetzt also entsprechend SE Linux an. Und standardmäßig ist SE Linux oder ist unser Linux-System benutzt ein Discretionary Access Control. Was bedeutet das? Wir haben eine Datei und die Datei gehört dem Eigentümer. Der Eigentümer kann sagen, was entsprechend mit der Datei zu machen ist. Ich kann also entsprechend sagen, diese Datei soll entsprechend gelesen werden dürfen, geschrieben werden dürfen und so weiter und so fort. Das hängt aber alles entsprechend an dem Eigentümer der Datei. Und wenn der Eigentümer keine Ahnung hat, was er macht, oder weil er irgendeinem Skript im Internet folgt, wo drin steht, bitte führen Sie Folgendes aus, Change Mode 777 auf irgendeine Datei. Ja, am besten noch als Root und am besten auf die etc shadow. Das sieht man immer wieder. Also ich sehe immer wieder Leute, die entsprechend oder auch in irgendwelchen Dokumentationen steht dann drin, ja, bitte setze die Dateirechte auf 777. Boah. Sieht man aber immer wieder. Dagegen, oder was SE Linux eben macht, ist das Mandatory Access Control. Und in dem Mandatory Access Control ist nicht der Eigentümer der Datei, sondern der verantwortlich für die Sicherheit der Datei, sondern entsprechend ein Sicherheitsadministrator. Das ist normalerweise Root. Das Endziel von SE Linux ist dann auch, dass man sogar Root einschränken kann, wenn man möchte. Insgesamt muss man sagen, SE Linux hat viele, viele Möglichkeiten und SE Linux ist kompliziert, wenn man all die Sachen sich anschauen möchte. Wir haben wahnsinnig umfangreiche Funktionalitäten noch eingebaut. Jeder kennt doch die Spionagefilme, da gibt es dann also vertraulich und secret und dann top secret und dann super top secret. Diese Funktionalität ist zum Beispiel auch drin. Ich kann also zum Beispiel sagen, mein Webserver, der ist public und jede Datei hat ein Sicherheitslevel und das, wenn ich irgendein Dokument habe, das ist dann, steht dann entsprechend auf secret oder auf top secret, dann darf der Webserver, der vertraulich vielleicht, als vertraulich läuft, entsprechend diese Datei nicht lesen. Wir haben auch noch eine ganze Menge mehr Sachen drin, die das Ganze sehr kompliziert machen. Und ich möchte es hier sehr, sehr stark vereinfachen. Also falls irgendjemand hier schon richtig fit in SE Linux ist, ja, ich weiß, dass ich das extrem stark vereinfache. Aber möchte ich eben auch zeigen, weil viele Leute sagen, oh, das ist mir so komplex, ich schalte sofort aus. Ja, das ist, wenn ich also mal so rumschaue, wenn ich auch zu Kunden gehe, und mal so durchzähle, würde ich sagen, 95% der Leute schalten es aus und die letzten 5% auch nur deshalb, weil ich die eigentliche Administration mache und sie auf der Kiste gar keinen Root haben. Alle anderen schalten SE Linux entweder in den Permissive Mode oder gleich komplett aus. Und ich möchte eben zeigen, dass das nicht unbedingt nötig ist. Das Ganze ist auch deswegen so komplex, weil es konzipiert wurde von der NSA. Also die No Such Agency oder National Security Agency der Amerikaner, die haben das Ganze konzipiert und offiziell auch programmiert. Inoffiziell sieht es so wohl aus, dass es nicht komplett geschrieben haben, sondern dass viele Teile von einem großen amerikanischen Linux-Distributor geschrieben wurden.
Red Hat war der erste, der das entsprechend eingebaut hat. Und ist allerdings vom Grundsatz distributionsneutral. Also es ist nicht so, dass da drin steht, ja, das muss jetzt unbedingt auf Red Hat laufen. Red Hat war halt nur die erste, beziehungsweise Fedora waren halt die ersten, die es entsprechend eingebaut haben. Und da ist auch die Unterstützung bei Fedora, bei Red Hat und natürlich auch bei CentOS natürlich am besten. Ganz klar, weil die haben das entsprechend von vornherein gleich mitentwickelt. Es wurde auch auf den Maschinen entwickelt. Es gibt da links in so einer Zeit auch einen Debian. Unter Debian kann man es entsprechend einsetzen. Ubuntu ist jetzt gerade dabei, die wollen das sogar zum Standard machen, dass man also standardmäßig auch, wie bei Fedora, wenn man es installiert, SE Linux einschaltet. Hardened Gentoo hat auch schon so eine Geschichte mit SE Linux drin. Die haben also entsprechend auch diese Möglichkeiten. Ja, gerade mit RHEL 4 bzw. Fedora 3, 4 und auch eigentlich noch Fedora 5 und 6, da war es also so, bei den älteren Fassungen, da war SE Linux wirklich kompliziert. Weil es hat was nicht funktioniert und keiner wusste wieso. Da musste man auf die Idee kommen, in die richtige Datei reinzuschauen. Wenn man nicht wusste, wie die Datei heißt, das ist nämlich nicht in die Message gelandet, sondern in der Audit Log. Und wenn man nicht in die Audit Log reingeschaut hat, ja, Pech gehabt. Es ging nicht und keiner weiß wieso. Da hat man es ausgeschaltet und auf einmal ging's. Das hat sich natürlich auch Red Hat zu Herzen genommen und hat dann entsprechend, beziehungsweise auch Fedora, mit Fedora 5 beginnen. So richtig kam es aber erst im 7er raus. Und auch bei Red Hat 5 bzw. CentOS 5. Bei diesen Fassungen haben sie es sehr massiv überarbeitet. Das gesamte Regelwerk ist komplett von Grund auf neu geschrieben worden. Also es ist jetzt auch wesentlich modularer. Also wenn ich jetzt feststelle, ich habe da eine Funktionalität, die brauche ich jetzt noch, oder ich muss eine Regel hinzufügen, war das vorher immer, naja, wir müssen unseren den Source quasi des Regelwerkes sich mir holen. Ich muss dann die M4-Skripte bearbeiten. Ja, ich weiß, die Sendmail-User freuen sich, alle anderen schreien. Das ist aber jetzt wesentlich einfacher geworden. Ich kann also jetzt zum Beispiel sagen, ich habe da ein Programm, das geht nicht. Nimm einfach diese Regel, die da heißt, funktioniert nicht, und baue daraus gleich ein Modul und fügt das Modul hinzu. Funktioniert sehr gut. Es ist ja auch jetzt sehr einfach erweiterbar. Also wenn jetzt, ich habe selber ein Red Hat 4 System am Laufen mit SE Linux, beziehungsweise zwei Maschinen am Laufen, und da hat man schon seine Probleme. Wenn man irgendwelche Änderungen machen möchte, dann muss man eben relativ viel machen. Das ist wesentlich einfacher geworden mit Red Hat 5 beziehungsweise CentOS 5 und Fedora 7. Da kam jetzt auch entsprechend eine grafische Administration dazu. Ich werde es dann auch noch gleich vorführen. Und auch einige Hilfsprogramme, die das Ganze wesentlich vereinfachen. Ja, die ganze Geschichte funktioniert mit dem Security-Kontext. Ups. Dieser Security-Kontext ist sowohl für Prozesse als auch für Dateien wichtig. Jeder Prozess, der jetzt entsprechend läuft, läuft in einem Sicherheitskontext. Kann man den von da drüben, kann man das noch sehen? Gerade noch, so die Ecke, okay. Jeder Prozess läuft also in einem Security-Kontext. Jeder Dateizugriff auf jede beliebige Datei muss entsprechend vom SE Linux abgesegnet werden. Wenn SE Linux keine Regel hat, die sagt, jawohl, der darf zugreifen, ist der Zugriff einfach verboten. Diese Dateien oder bei den Dateien hier nennt sich das Ganze dann Type. Bei den Prozessen Domäne. Oder Domain. Ja, man kann sie sich entsprechend anschauen, und dafür haben wir sowohl bei LS als auch bei Z, bei PS haben wir entsprechend ein Z. Dieses Z zeigt mir das entsprechend an. Ich möchte es auch kurz zeigen.
Achso, nein. Ach, jetzt habe ich das natürlich. Machen wir es so. Ja, wenn ich jetzt hier mal ein PS mache und dann sieht man hier, das sind jetzt meine Prozesse und ich sehe hier zum Beispiel, das ist jetzt eben dieser Security-Kontext, wobei für uns immer nur der hinterste Teil wichtig ist, nur dieser Typ. Man erkennt es auch immer daran, dass hinten Unterstrich T steht, beziehungsweise Kontext, deswegen T am Ende. Und das sind also entsprechend diese Kontexte. Und man sieht zum Beispiel, der HallD läuft unter HallDT. Was für eine Überraschung. Hier läuft irgendwas mit der Sicherheitsebene oder mit dem Sicherheitskontext RPM. Und man sieht also, fast alle Prozesse hier laufen entsprechend unter dem einen Kontext oder dem anderen. Es gibt keinen Prozess, der keinen Kontext hat. Selbst der Kernel, selbst Init hat seinen eigenen Security-Kontext. Dasselbe funktioniert auch mit Files. Man sieht hier jetzt zum Beispiel, alle Dateien, die hier angelegt sind, gehören zum Typ User Home T. Also alle sind entsprechend Dateien, die in dem Heimatverzeichnis liegen. Wenn man das zum Beispiel mal in etc macht, sieht man, da liegen sehr viele unterschiedliche Sachen drin. Die meisten hier sind etct, aber es gibt zum Beispiel auch die ypconf ist netconf-t, stunnel-t, shadow-t und so weiter und so fort. Das sind also einfach nur namensprechend, diese Kontexte sind entsprechend in diesen Dateien entsprechend mit abgespeichert, beziehungsweise sind in der Prozesstabelle mit drin. Sind entsprechend in der Prozesstabelle mit drin. Und ja, wie gesagt, von den gesamten Geschichten, User, Role, Type, Sensitivity und Category, ist nur der Typ für uns im Moment wichtig. Der ganze Rest ist dann für spätere Geschichten, für spätere Anwendungen, die dann wesentlich komplexer sind, die wir aber im Normalfall zum einfachen Absichern unseres Systems nicht brauchen. Das Ganze kann man sich also so ein bisschen vorstellen wie ein Change Root sozusagen, allerdings ein sehr, sehr stark vereinfachtes. Denn wir haben hier in dem Fall jetzt nicht gesagt, okay, wir laufen in einem Change Root, aber wir können genau festlegen, auf welche Dateien diese Domäne zugreifen darf. Postfix zum Beispiel ist in Fedora in zur Zeit nicht mehr in einem Change Root, weil man gesagt hat, es gibt so viele Probleme mit Change Root, gerade was SMTP Out angeht. Stattdessen haben wir sie in einer Domain und da drin ist die abgeschottet und es kann eigentlich nichts passieren, weil eben in der Domain steht genau drin, auf was entsprechend zugegriffen werden darf. Ja. Es kommt drauf an, es nicht dieses Sensitivity und Category, die sieht man nicht immer. Also manchmal sieht man nur die ersten drei und manchmal sieht man alle fünf. Das ist unterschiedlich. Also wenn ich gehe nochmal gerade zurück. Also hier in dem Fall sieht man jetzt eben nur diese ersten drei Geschichten. Na, komm her. Hier sieht man jetzt nur die ersten drei Geschichten. Man sieht schon, also hinten der Typ und nach dem Typ hört es auf. Es kommt die fünfte Geschichte kommt nicht mehr, vierte und fünfte. Beim Prozessen ist es so, einige Sachen sind da schon vorbereitet. Hier unten zum Beispiel sieht man das dann. Hier sieht man also unseren Typ und dann kommt hier hinten noch weitere Informationen. Das ist also dann teilweise sind die Prozesse schon entsprechend vorbereitet, teilweise nicht. Wie gesagt, das ist auch teilweise noch in der Entwicklung. Es ist nur so, dass man eben alle fünf sehen kann. Und manchmal sieht man also nur entsprechend den Teil und manchmal sieht man den kompletten. Ja, und unsere Policy, die sagt jetzt am Schluss, das hier ist entsprechend unsere Policy. Und die Policy sagt einfach, du darfst zugreifen, du darfst nicht zugreifen. Diese Policy kann man auch selber schreiben. Wenn man mal so juristisch veranlagt ist. Na klar, könnte man die auch komplett von Scratch schreiben. Tun wir aber nicht. Wir benutzen normalerweise die Targeted. Mit diesem Targeted ist auch hier wieder die Vereinfachung. Mit Targeted sagen wir, einzelne Dienste sollen geschützt werden. Also zum Beispiel der Sendmail-Dienst, gerade die Netzwerkdienste. Bei RHEL 4 waren es eigentlich nur Netzwerkdienste. Jetzt bei RHEL 5 bzw. bei CentOS 5 sind es
wirklich alle möglichen Dienste, auch Sachen, die vielleicht gar nicht ins Netz gehören. Ja, das ist also wie gesagt dieses Targeted, wo nur einzelne Dienste geschützt werden. Zum Beispiel der normale Benutzer hat keinerlei Einschränkungen. Der normale Benutzer ist unrestricted. Kann man sich auch hier schön sehen, die ganzen Prozesse hier laufen alle als unconfined. Das sind hier mein KDE und mein ganzes Zeug. Also der normale Benutzer hat keinerlei Einschränkungen zu befürchten. Der braucht da entsprechend nicht drauf aufpassen. Für den ist also keinerlei Beschränkungen drin. Macht das Ganze wesentlich einfacher. Die andere Alternative ist strict. Bei strict werden wirklich alle Programme, inklusive meine Programme als normale Benutzer, geschützt. Problem mit strict ist, es gibt halt wahnsinnig viele Einschränkungen, die muss man wirklich an jeden einzelnen Anwendungsfall entsprechend anpassen. Ist also sehr, sehr kompliziert. Und wenn man noch einen Schritt weiter gehen möchte, wenn es noch komplizierter sein soll, gibt es noch Multilevel Security, MLS, das ist auch eine Policy, die in Zwischenzeit dabei ist. Auch die wird allerdings dann noch komplizierter, möchte ich hier gar nicht zeigen. Ja, etwas, was die meisten Leute immer noch gerade so schaffen, nämlich SE Linux auszuschalten. Ich möchte euch aber auch zeigen, wie man es wieder einschalten kann. In ist entsprechend drin, wie der Zustand von SE Linux beim Booten sein soll. Normalerweise sollte man den auf Enforcing setzen. Das bedeutet, wenn jemand gegen dieses Regelwerk verstößt, dann darf er nicht darauf zugreifen. Also wenn der Apache versucht, die Shadow-Datei zu lesen, was er nicht darf, dann kriegt er einfach gesagt, nö. Geht nicht. Das ist das der Zustand, in dem man normalerweise sein SE Linux-System halten sollte. Permissive ist ein ähnlicher Zustand mit dem kleinen Unterschied, dass die Ende oder dieser Zugriff zwar erlaubt wird, aber es wird trotzdem im Logfall eingetragen. So nach dem Motto, eigentlich mag ich es ja nicht, ich schreibe es also mal auf, aber trotzdem darfst du zugreifen. Der ist gerade beim Entwickeln von Regeln sehr wichtig, weil man dann einfach sagt, okay, wir gehen jetzt mal in Permissive Mode, wir starten das Programm und gucken uns jetzt genau an, aha, dieses Programm möchte auf da zugreifen, da zugreifen, da zugreifen, da zugreifen, da zugreifen. Gut, jawohl, gucke ich mir durch, lese ich mir durch, sage ich jawohl, das Programm darfst du, trage es in eine Regel ein und gehe wieder in den Enforcing Modus. Und dann kann ich noch ein Disablen, das ist das, was die meisten Leute machen. Einfach komplett ausschalten, dann ist er auch nicht mehr, dann wird überhaupt nichts mehr gemacht. Dann hat man natürlich einen Vorteil, das System ist dann 3% schneller, 3 bis 5%. So viel verbraucht SE Linux. Klar, logisch, das Ganze überprüfen. Es ist zwar schon optimiert worden und mit RHEL 5 ist es sogar noch etwas weniger geworden, da sind es nur so 2 bis 3%. Aber es wird natürlich etwas langsamer. Wenn man das jetzt nur kurzfristig entsprechend oder wenn man den aktuellen Zustand haben möchte, gibt es GetEnforce. Mit GetEnforce kann ich eben anschauen, in welchem Zustand ist es im Moment, mein System, in Enforcing oder in Permissive Mode. Und mit SetEnforce 0 zum Beispiel, kann ich das System kurzfristig mal in Permissive Modus schalten, um eben zu gucken, ist es ein SE Linux Problem. Wenn man also entsprechend SE Linux vermutet, dass ein SE Linux Problem ist, kann man mit SetEnforce einfach sagen, hey, wir schalten mal gerade SE Linux aus, probieren es aus. Wenn das Problem immer noch da ist, hat es nichts mit SE Linux zu tun. Mit Permissive Mode, wenn es dann doch am SE Linux ist, werde ich dann noch zeigen, gibt es ein kleines Programm, das zeigt einem dann an, hey, guck, folgende Zugriffe waren benötigt oder werden benötigt und das zeigt mir entsprechend an, was los ist. Ein Problem hat man jetzt noch, gerade wenn man sein SE Linux System ausgeschaltet hat und jetzt wieder einschalten möchte, muss man den Labels neu schreiben, also entsprechend die ganzen Dateien wieder mit ihrem originalen Security Kontext versehen. Das nennt sich Relabeln. Und wenn ich also SE Linux wieder einschalte, also wenn ich es von Disabled auf Enforcing oder Permissive setzen möchte, dann muss ich das machen. Das ist eigentlich ganz einfach. touch/.autorelabel und dann einfach einen Reboot machen. Beim nächsten Reboot würde dann sagen, ja, ich muss eben mein Filesystem nochmal, oder die Filesysteme nochmal, quasi, sieht aus wie ein Check. Das geht dann auch so mit Punkten vorwärts. Kleiner Unterschied, das dauert wesentlich länger als ein Security-Check. Und dann schreibt er entsprechend die ganzen Security-Labels wieder auf die Platte, also entsprechend die dass die Dateien auch wissen, dass die Dateien wieder in dem richtigen Security-Kontext stehen. Ja, das mit dem Relabeln, das muss ich eben machen, wenn ich es komplett mache. Wenn ich aber nur einzelne Dateien quasi relabeln möchte, habe ich zwei Möglichkeiten. Zum einen RestoreCon. Mit dem RestoreCon mache ich genau dasselbe wie mit einem Auto-Relabel. Ich schreibe also wieder die Standardwerte für die Datei rein.
Manchmal wird man aber feststellen, diese Standardwerte stimmen ja gar nicht. Ich will vielleicht, dass diese Datei vielleicht doch einen anderen Security-Status hat oder einen anderen Security-Kontext hat. Dann kann ich das aussetzen. Ich kann also explizit sagen als Root, bitte folgende Datei soll folgenden Security-Typ bekommen. Und zwar geht das mit ChangeCon, Security Change Context. Damit kann ich sagen, die Datei soll, obwohl eigentlich in dem Standard drin steht, bitte verwende folgenden Security-Modus für folgende Datei, kann ich das hier entsprechend aber überschreiben, kann sagen, okay, ich schreibe es jetzt rein. Das ist jetzt ein anderer Wert. Man muss nur bei dem ChangeCon höllisch aufpassen, beim nächsten Auto-Relabel ist es natürlich wieder weg. Deswegen werde ich zeigen, dass man eigentlich das ChangeCon nur zum Ausprobieren braucht und wenn man es dann festlegen möchte, schreibt man entsprechend einfach einen eigenen, erweitert man eben dieses Regelwerk und sagt, okay, in dieser Datei, die soll ab sofort folgenden Security-Modus haben, damit man dann entsprechend, wenn man dann irgendwann mal ein Restore-Con oder ein Auto-Relabel machen muss oder machen möchte, dann die Dateien trotzdem die richtigen Werte bekommen. Ja, und jetzt möchte ich das bisschen auch entsprechend zeigen. Ich gehe mal gerade in denselben Vortrag rein. Der hat jetzt wieder keinen. Ja, und das möchte ich jetzt auch kurz ein bisschen zeigen. Und zwar gerade jetzt eben, das ist also jetzt hier ein Fedora 7 System. Es funktioniert aber genauso auch mit einem CentOS 5 oder mit einem CentOS, mit einem Red Hat 5 System. Wer noch ein CentOS System braucht, draußen gibt es einen Stand, könnte also gerne gegen eine Spende auch noch DVDs mitnehmen. Es gibt jetzt inzwischen seit System Config, die ganzen Red Hat Tools heißen ja alle System Config. Und es gibt jetzt seit neuestem eben auch ein System Config SE Linux. Und das ist so das zentrale Administrationstool, mit dem kann man all die Sachen machen, die man eben entsprechend so möchte. Ja, ich kann hier zum Beispiel eben sagen, was ist eben der Standardmodus beim Booten, in welchem Modus bin ich im Moment. Man sieht also schon, mein System ist hier natürlich eingeschaltet. Ich bin hier also im Enforcing Mode. Meine Policy ist im Moment targeted. Man sieht auch, ich habe sonst nichts anderes außer targeted da. Und das ist, mit diesem Button hier könnte ich einfach nur diese Datei .auto-relabel entsprechend anlegen. Ja, das ist also diese erste Seite, diese Statusseite. Was wir dann noch haben, sind Labels. Labels, Booleans, sag ich schon. Und zwar Booleans sind quasi Schalter in meinem SE Linux System, die im Regelwerk schon vorgefertigt wurden. Wo ist denn HTTP? Sehe ich jetzt auch, da ist er. Zum Beispiel habe ich hier schon entsprechend Sachen vorbereitet. Ich kann zum Beispiel sagen, HTTP, darf der auf NFS-Filesysteme zugreifen? Standardmäßig, nein. Standardmäßig gibt es kein Regelwerk, das sagt, Apache darf auf NFS zugreifen. Ich kann aber hier einen Haken setzen und die meisten Probleme, die die Leute haben, sind einfach nur, weil sie diese Booleans nicht kennen. Typische Geschichte, wenn ich den Haken hier für CGI-Support rausnehme, könnt ihr in eurem Apache-Config eintragen, was ihr wollt. Der Security-Administrator hat gesagt, keine CGI für Apache und dann könnt ihr euch auf den Kopf stellen, ihr werdet keine CGIs zum Ausführen kriegen. Ja? Nein, überhaupt nicht. Was wir hier machen, hat nichts mit irgendwelchen Config-Dateien zu tun. Es hat nur mit diesen Labels zu tun, die entsprechend mit diesen Booleans zu tun, die in der SE-Regel, also quasi Schalter im SE-Regelwerk, SE-Linux-Regelwerk. Mehr ist das gar nicht. Dass du das danach noch konfigurieren musst, ist eine andere Geschichte. Hier sagt es erstmal nur, der Sicherheitsadministrator kann sagen, darf der CGIs ausführen. SMB-File-System, was zum Beispiel auch standardmäßig nicht drin ist, wo ist es denn? HTTP-Skripte und Module dürfen aus Netzwerkkontakten Kontakt aufnehmen oder zu Datenbanken Kontakt aufnehmen. Standardmäßig dürfen sie das nicht. Und das ist so ein typischer Fall, warum viele Leute SE Linux ausschalten, weil sie versuchen, mit ihrer Datenbank ein CGI-Skript, ja, MySQL-Verbindung mit ihrem PHP aufzunehmen oder mit Python oder sonst irgendwas. Es klappt nicht.
Ja, und warum klappt es nicht? Er muss hier halt im SE Linux erst sagen, hey, der Apache darf entsprechend mit Netzwerkverbindungen aufbauen, beziehungsweise darf mit Datenbankenverbindungen aufbauen, ja. Das hat damit nichts zu tun. Erstmal heißt es nur, ich erlaube jetzt dem Apache, dem Prozess, der in HTTPDT läuft. So muss man eigentlich sagen, es ist normalerweise der Apache, aber dem Security-Content, also der Domain, die darf jetzt entsprechend lesen und ausführen auf CGI-Skript oder überhaupt Dateien ausführen. Wenn ich diesen Haken wegnehme, bedeutet das einfach, der Apache darf keinerlei andere Programme ausführen. Du kannst nur sagen, Netz, also du kannst es auch selber Regeln schreiben, die sagen, okay, nur der darf nur auf folgende Ports zugreifen. Du kannst es sogar noch so machen, es gibt IP Tables hat eine Erweiterung für SE Linux. Du kannst also Firewall-Regeln schreiben, die sagen, okay, wenn der Absender HTTPDT ist, dann darf er nur auf folgende IP-Adresse zugreifen. Das ist möglich. Ja, okay. Ja, kannst du. Du musst nur dann einen neuen Security-Type machen. Allerdings, Apache selber ist eine Domäne. Das bedeutet, du kannst nicht sagen, derselbe Apache, wenn der mal das Programm aufruft, soll er sich anders verhalten, als wenn er das Programm aufruft. Da gibt es zwar noch Mittel und Wege, mit wenn du es reine CGIs benutzt, dass du sagst, und zwar mit einer sogenannten Domain Transition, dass du sagst, bitte, wenn das Programm ausgeführt wird, dann soll er entsprechend die Nein, nein. Das ist ein Problem. Das Problem ist nur, dass du, wie willst du denn unterscheiden, welcher Security-Kontext jetzt läuft? Weil Sie haben es gibt die Möglichkeit der Domain Transition. Es gibt allerdings dazu keine API. Du sagst einfach, folgender Security-Type darf, wenn er gestartet wird, soll er automatisch in eine was wir noch haben, ist quasi die Gegenrichtung. Das ist eine Transition. Das bedeutet, wenn eine Datei ausgeführt wird, soll sie automatisch in eine Policy, soll automatisch in folgende Domain gestartet werden. Das ist eine Transition bzw. eine Auto-Transition. Die kannst du entsprechend schreiben. Wenn du also sagst, ich habe einen Webserver, der jetzt ein CGI-Skript aufruft, kannst du sagen, okay, das CGI-Skript hat einen besonderen File-Type und automatisch, wenn der Apache diese Datei ausführt, startet das Programm, aber läuft dann nicht mehr als mit dem HTTPDT, sondern mit einem anderen Security-Kontext. Nein, nein, das ist etwas, was auch vom Sicherheitsaspekt relativ schwierig wird, weil du dann wieder darauf vertraust, dass der Apache sich fair verhält oder sauber verhält. Und genau das gehen wir eben hier nicht von aus. Genau, also das ist zum Beispiel große Alternative von Novell auch bevorzugt, ist AppArmor. Der hat solche Geschichten drin, dass man also dem Apache ein Apache-Modul hat, das entsprechend umschreibt. SE Linux war aber einer dieser Designansätze, dass wir keinerlei Änderungen an den Applikationen machen müssen. Wie erkennt man SE Linux, dass das ein CGI-Skript ist, anhand der Executable. Executable, ja. Ja, du kannst, also an sich hat es eigentlich executable, aber natürlich hast du, Moment, jetzt gehen wir mal gerade, CGI-Bin. Du siehst hier, es gibt ein HTTPD sys-script-exec-t. Und das ist einfach, normalerweise, wenn der Haken gesetzt ist, darf eben der Apache Prozesse, die als HTTP sys script exec t sind, entsprechend dann ausführen. Wenn der Haken weg ist, darf er es nicht mehr. Ja, das ist allerdings dann nicht mehr in dem Bereich des, also es geht schon, du musst dann entsprechend einen neuen Security Type einführen. Also einen neuen File-Type einführen und entsprechend dann das Regelwerk dazu schreiben. Das ist allerdings dann nicht mehr so wirklich trivial, aber es ist möglich. Wie sähe das aus, wenn man Apache mit SOX halt einsetzt und um einzelne Virtual Hosts mit anderen Usern laufen zu lassen? Laufen dann, jetzt weiß ich nicht genau, wie Apache es intern macht, laufen dann auch mehrere Apache-Prozesse? Nee, es läuft dann, derselbe Apache-Prozess wird einmal für den und einmal für den Benutzer verwendet, oder?
Kann ich dir nicht auswendig sagen. Also ich würde jetzt aus dem Bauchgefühl heraus sagen, nein, geht nicht. Aber ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen. Das müsste dann nochmal bei SE Linux auf der Webseite nachschauen. Also ich weiß diese Geschichten, weil deswegen ist SE Linux auch insofern ein Problem, weil gerade viele Hoster würden es natürlich gerne einsetzen, dass sie sagen, hey, ich habe dann derselbe Apache macht 20 Webseiten und die sollen voneinander getrennt werden. Das geht nicht, weil es ist ein Prozess und der eine Prozess ist gefangen. Also der eine Prozess ist eben in seiner Domain und ich kann nicht denselben Prozess in mehreren Domänen laufen lassen. Ja, also der Apache, nein, du kommst aus der Domain nicht raus, weil wenn du was executest, bleibst du immer weiterhin in deiner Domain. Es sei denn, das SE Linux erlaubt dir, dass du deine Domain wechselst. Ja. Nein, das ist, ach so, Mod Perl wird. Weil es ja, also es kommt drauf an, normalerweise, weil es eben vom richtigen Security-Type ist, weil du eben HTTP Script Exec-T ist. Wenn der nicht der richtige Typ ist, dann könnte es sein, dass es erlaubt ist, weil er ja dann nur der Apache ja dann nur liest. Dass es ausgeführt wird, sieht er dann. Dann könnte es sein, dass man mit Mod PHP drumherum kommt. Ja. Aber das ist standardmäßig funktioniert schon, aber wenn du deine Configs woanders dahin legst. Insgesamt, also das ist überhaupt ein Problem von SE Linux, wenn Sachen nicht deine Default-Orten sind, dann müsste das SE Linux auch mal entsprechend hinterherziehen und dem SE Linux sagen, typischer Fall Webserver. Mein Webserver soll nicht in var www liegen, sondern in /web. Bitte, dafür müsst ihr eine SE Linux-Regel schreiben, beziehungsweise müsst ihr dafür sorgen, dass die Security-Kontexte dann angepasst sind. Zeige ich gleich noch. Ich muss nur ein bisschen Gas geben. Ich habe noch ein bisschen, will noch ein bisschen was zeigen. Wie gesagt, das sind also entsprechend diese noch. Also das sind also entsprechend die Booleans. Wir haben dann auch dieses File Label und das sind jetzt genau die Sachen. Wenn ich jetzt eben mein Webverzeichnis woanders dahin legen möchte, dann muss ich das entsprechend hier anpassen. Hier steht also zum Beispiel drin, dass alle Dev-Geschichten typischerweise Device-T sind. Lib alles Lib-T. Weiter unten kann natürlich dann noch überschrieben werden, dass zum Beispiel standardmäßig gibt es /user als User-T. Es gibt aber dann hier unten noch ganz viele Ausnahmen, zum Beispiel die Sachen, die in User, Lib bzw. Lib64 liegen, sind Lib-T und es sind also wirklich alle möglichen Sachen drin und da könnte ich jetzt eben entsprechend auch Sachen hinzufügen und könnte jetzt eben sagen, okay, bitte mein Webverzeichnis soll /web sein. Jetzt müsste ich auch wieder, das ging dann, das ist dann regulärer Ausdruck. Nee, so müsste es sein. Auf normale Dateien und die sollen jetzt eben den Security-Type haben und jetzt müsste ich eben entsprechend angeben, was für ein Security-Type das sein soll. Ja, und damit kann ich dann eben sagen, okay, alle Sachen, die dann in /web liegen, sollen dann automatisch, wenn ich sie anlege, den richtigen Security-Type kriegen. Insgesamt aber gerade für einen Einsteiger, der mit SE Linux anfängt, empfehle ich immer, lass die Sachen da, wo sie liegen, dann funktionieren sie auch. Ich weiß, manche Leute sagen dann immer, ja, will ich aber nicht. Okay, aber insgesamt, ich empfehle es nur und ihr könnt euch da viel Ärger sparen, wenn ihr am Anfang jedenfalls, wenn ihr noch nicht so 100% klarkommt, die Sachen erstmal in den Standardpfaden lasst und dann erst nach und nach am Artefakt umzuziehen. Einfach nur, damit ihr auch immer gucken könnt, aha, das war da, das muss jetzt dahin, aha, am Ende muss es also folgenden Security-Type haben. Insgesamt muss man sich halt so sehen, SE Linux baut eine neue Schicht an und diese Schicht muss man halt entsprechend dann auch richtig kontrollieren. Wir haben dann hier noch User Mapping, das ich jetzt hier gar nicht zeigen möchte. SE Linux User zeige ich hier auch nicht. Das sind Transitions, auch die Sache möchte ich hier nicht zeigen. Was wir noch haben, denn wir haben, eine Sache haben wir hier noch vergessen. Wir haben Dateien, wir haben Prozesse, aber wir haben noch Ports vergessen. Auch Ports sind mit SE Linux geschützt und zwar was Listen angeht. Und hier kann ich festlegen, welcher Port kriegt welches Label. Also jetzt sieht man zum Beispiel Amanda Ports 1080, 1081 sind eben vom Security Type Amanda Port T. Ja, also hier sieht man dann entsprechend typischer Fall, den ich immer wieder habe. Mein SSH soll noch auf Port 2020 laufen. Standardmäßig ist er nur auf 20. Na ja, dann sage ich halt noch, ich möchte Port
2020 und er soll jetzt eben den Security Type Port T kriegen. So, jetzt kann ich auch in meine HTTPS-Config gehen und sagen, Port 2020 soll entsprechend jetzt darauf soll auch der Apache lauschen und dann wird das auch tun. Ihr könnt vorher schon die Apache-Config ändern, aber er wird nicht lauschen dürfen, sondern wird uns eine Fehlermeldung geben. Beziehungsweise bei den neuen Systemen gibt er uns eine Fehlermeldung. Ja, und dann haben wir noch die Module, das sind noch so Zusatzmodule. Wie ich schon gesagt habe, SE Linux ist modular in Zwischenzeit. Ich kann also entsprechend jetzt sagen, wenn eine Software irgendwie installiert wird, die ihre eigene Security-SE-Module brauchen, kann die einfach dieses Modul zu SE Linux hinzufügen. Also man sieht schon SmartMon zum Beispiel, Thunderbird, es gibt hier also verschiedenste Module, die so standardmäßig mit drin sind. Interessant ist, ich kann dann auch meine eigenen Module hinzufügen. Noch interessanter ist, ich kann die auch selber erzeugen. Sind quasi SE Linux Konfigurationsdateien, genau. Also Erweiterungen quasi für meine Policy. Ich kann also diese Policy ist modular aufgebaut, so wie der Linux Kernel. Nein. Also was heißt, du kannst damit natürlich sagen, wir erweitern jetzt das Regelwerk. Man muss aufpassen, rein theoretisch, oder man könnte es ja auch, es könnte ja auch passieren, dass ich ein Modul reinlade, das etwas überschreiben möchte, was ein anderes Modul schon gemacht hat. Das geht aber nicht, das wird also von SE Linux verhindert. Ja, was jetzt auch neu ist, ist Troubleshoot. Jetzt habe ich natürlich KDE, kein GNOME. Ich glaube, ich melde mich gleich nochmal ab. Melden wir uns gerade nochmal als GNOME an. Das Problem ist, bei KDE ist dieses Tool nicht automatisch drin, wird nicht automatisch mitgestartet. Deswegen melde ich mich jetzt nochmal gerade an als GNOME-User. Wo ist ein Terminal? Ich versuche immer hier das Terminal, das ist immer so super versteckt. Panel hinzufügen. Da ist es. Ja, was ich jetzt zum Beispiel mal typischer Fall machen kann, ich werde mal root, also ich habe eigentlich ja volle Rechte. Und ich klicke jetzt im Verzeichnis temp eine Datei und zwar meine neue Index.html. Wenn man sich die anschaut, dann darf jetzt die jeder lesen, aber sie hat den security-context/temp. So, und jetzt weiß ich, die ist in Ordnung, und jetzt verschiebe ich sie nach www.html. Auch weiterhin hat sie den security-type temp-t. Klar, ich habe die Datei verschoben. Und wichtig ist, dieser security-context hängt an der inode mit dran. Nicht an dem Namen. Wenn ich jetzt eine der iNode verschiebe, wird die ja nicht neu erzeugt, dann übernehme ich die also. Hätte ich sie kopiert, wäre das Ganze kein Problem gewesen. Beim Verschieben gibt es ein Problem, ja? Dann ist es ja genauso, was macht dann Move? Move muss dann Copy und neu anlegen machen. Genau dieselben Regeln. Es geht da eben, es hängt eben an der iNode dran. Es ist einfach das Ganze ist am Ende ein Extended Attribute zur iNode, genau wie ACLs auch. Und genau dieselben Regeln wie von der ACLs geht auch für SE Linux Rules. Also von FAT zum Beispiel nicht, nein. Also Reisefs, JFS, du willst doch kein JFS, aber XFS kann's. Also JFS, also ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit JFS gemacht, aber ja, also die normalen Unix-File-Systeme können es. Ich weiß nicht, ob JFS es kann. NFS kommt drauf an, welches NFS. Normalerweise, genau. Normalerweise ist dann so, auf FAT zum Beispiel, ist dann das gesamte Filesystem ein Label und du musst dann einfach sagen, hey, das Filesystem oder der Prozess darf eben auf DOS zugreifen oder auf NFS zugreifen. Nein, genau. Es gibt ein Default-Label für alle Dateien, die kein Label haben. Dafür gibt es aber nirgendwo eine Regel, dass sie dir Zugriff erlaubt.
Also wenn du irgendetwas nicht gelabelt hast, hast du keinen Zugriff. Permissions sind oben drauf. Also wir haben quasi eine erste Schicht, der muss erstmal Ja sagen und dann muss natürlich weiterhin die Unix, ganz normalen Unix-Regeln immer noch, ob jetzt mit ACLs oder sonst irgendwas, die gelten weiter. Wir haben eine zusätzliche Sicherheitsschicht nur eingebaut. So, wenn ich jetzt mal meinen Apache starte, es wird natürlich jetzt peinlich, wenn da einen Config-Fehler gibt, nein. Ja, und ich kriege jetzt hier keine Meldung. Moment, ich sollte doch was kriegen. Ah, und da kommt hier auch oben schon gleich, wir haben ein SE-Linux-Problem. Klicken wir doch da mal drauf. Was sagt er uns denn? Und dann sagt er, okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. Das ist das Problem, wenn man ein bisschen dran rumspielt. Normalerweise ist das nicht so voll. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel SE-Linux hat also jetzt ein Problem, HTTP versucht auf die Datei zuzugreifen, die ist wahrscheinlich falsch gelabelt. Dann nochmal eine komplette Erklärung, unter anderem, it is common for users to edit the file in the home directory or temp directory and then move them to the system directory. Also das ist genau das, was hier geschehen ist. Er sagt dann noch, hey, wenn du möchtest, dass der Apache darauf zugreifen kann, dann kannst du entsprechend einfach diesen Befehl ausführen. Und das machen wir auch. Er sagt uns auch, jetzt verschieben wir das Ganze nach HTTP syscontent und voilà, schon funktioniert das Ganze. Ja, es war also einfach nur ein Fall, was entsprechend falsch gelabelt war. Nein, weil das wäre dann kein mislabeled Fall, sondern würde er einfach nur sagen, der macht was, er darf nicht, aber es gibt verschiedene Situationen, wo er dir dann sagt, hey, wenn eben das Fall falsch gelabelt ist, also wenn zum Beispiel deine etc-passwd vom Security-Type temp ist, dann würde er dir auch sagen, hey, ist falsch gelabelt, weil er guckt einfach nach, wie ist das Security-Level und dann sieht er, ah ja, es ist nicht der Standard, dann gibt er dir die Fehlermeldung raus. Wenn es der Standard ist, sagt er, irgendwas ist faul, du könntest jetzt mit folgendem Regelwerk Zugriff erlauben. Wir können also mal, machen wir es mal. wie gesagt, ich habe daran schon ein bisschen rumgespielt. Die weiß ich, die ist mit Sicherheit nicht drin. Nee, es sagt dir nicht, in dem Fall sagen dir das nicht die Unix-Rechte, in dem Fall sagt dir das auch noch. Oh, der sagt aber auch mislabeled Fall. Ja, das Problem ist, wenn man so ein System hat, an dem man ständig rumspielt. Also sagt dann auch, sollte dann entsprechend, du könntest ihm dann mit folgendem Befehl entsprechend den Zugriff erlauben. Bitte aus dem Shadow, also ein Content, HTTP, sys Content T machen. Also nur einfach hier immer klicken, copy und paste einfach nur machen, muss nicht das Richtige sein. Also man muss schon weiterhin denken. Also es ist auch das, was ja Microsoft nach und nach feststellen musste. Man kann so viel Sicherheit einbauen, wie man möchte. Wenn da auf dem Bildschirm steht, bitte führen Sie Folgendes aus und der Benutzer macht es, ohne eine Sekunde nachzudenken, hat man verloren. Genau dasselbe ist hier. Er sagt einfach, guck, wenn du jetzt sicher bist, dass du es machen möchtest, kannst du es damit lösen. Du solltest dir aber immer noch sicher sein, dass es wirklich ein Problem ist, dass du es lösen musst. Also das hier ist eine ganz schlechte Idee. Sollte man also, kann ich euch versprechen, ist nicht das Ideale. Natürlich, ja, klar. Also es gibt dann die Logfiles dazu sind varlog audit log. Hier steht also entsprechend das Ganze dann im richtigen Format drin. Man muss nur gucken, wir brauchen AVC, da ist ein Access Vector Cache. Denied get attrib, bla bla bla. Da steht also, es einmal drin. Aber halt schön kryptisch. PID, Command, Name der Datei, Device, Inode-Nummer, Security System, also Source Context, Target Context und Target Class. Also es ist eine Datei, Directory oder ähnliches. Ja. Es gibt keine Regel. Nein,
Es steht, nein, es steht drin, du darfst nicht zugreifen. Wir haben aber ein Regelwerk, in dem nur drin steht, der darf das und das und das machen. Und hier ist jetzt ein Verstoß dagegen. Das bedeutet, es gibt keine Regel, die sagt, du darfst nicht. Ja. Ja. Lass mich noch zwei Slides weiterkommen, dann glaube ich, dann wird die Frage sich erledigt. In Valoc Messages steht übrigens auch was drin. Und zwar ist es der, in dem Fall der Set Troubleshoot D. Der sagt dann, also, SE Linux is preventing bla bla bla. Und es gibt ja auch noch einen schönen, ein SE Alert, mit dem man also entsprechend sich dieser Fehler hat, also eine Nummer, eine einheitliche. Das ist irgendeine Geschichte mit. Und da steht also genau diese Information, die man vorhin schön als grafisch gekriegt hat, steht dann hier auch schon mal im Text drin. Also man muss also nicht auf die Sachen verzichten, nur weil man keinen Gnome hat. Also das ist schon allein, weil es zum Beispiel mit KDE nicht geht. Ja, das ist dieser Set Troubleshoot D, der mir also entsprechend auch dieses Icon oben erzeugt und so weiter und so fort. Was wir noch haben, und das ist wahrscheinlich das, was du haben möchtest, wir haben jetzt eine Fehlermeldung. Jetzt stellen wir aber fest, genau so wie ich das haben möchte, genau das, was er mir als Fehlermeldung bringt, ist aber genau das, was ich erlauben möchte. Und dann gibt es Audit to Allow. Und er guckt jetzt sich entsprechend an, welche Fehlermeldungen hatte er und macht jetzt daraus den Umkehrschluss, ich möchte jetzt entsprechend diese Sachen entsprechend erlauben. In dem Fall sehe ich also, ich möchte, dass die Domäne httpdt auf die ShadowT-Datei zugreifen möchte und zwar mit dem getAttr. In dem Fall ist es meistens so, irgendein Programm macht natürlich erstmal ein getAttr, bevor er dann entsprechend darauf zugreift. Also in dem Fall, wenn ich das jetzt so erlauben würde, kann ich euch jetzt schon vorher sagen, die nächste Fehlermeldung würde dann heißen, er versucht einen Read. Wir könnten jetzt auch das setenforce 0 machen, könnten es jetzt nochmal versuchen Das sollte, achso, ja, okay, nee, in dem Fall kommt er sowieso nicht so weit, weil er ja weil es dann sowieso ein Permission-Problem ist. Aber ansonsten, normalerweise würde das jetzt als nächstes dann noch lesen und dann würde ich also hier entsprechend das nach und nach sehen. Man kann das, richtig muss man es natürlich so machen, dass ich es jetzt anfange, das dann entsprechend zu setzen. Dann lade ich das Modul, dann versuche ich es wieder, dann wird er mir sagen, hey, ich möchte jetzt einen Read machen, dann machst du das wieder. Das ist halt so eine, das dauert halt so eine Zeit lang, 4, 5, 6 Mal, bis man wirklich alles entsprechend hat. Erstmal, damit erzeugen wir sie, damit zeigen wir sie nur an. Wir könnten jetzt minus m myse Linux zum Beispiel. Damit könnten wir ihm jetzt gleich sagen, er soll entsprechend ein Modul bauen. Dieses Modul ist als schöner, das kann ich jetzt auch auf eine andere Maschine machen. Also gerade für die Leute, die also sowas wie eine Präproduktion haben oder ein Testsystem, das genauso aussieht wie die Originalgeschichte. Dass er irgendwie bei sich zu Hause steht, da habe ich jetzt die Möglichkeit, das erstmal richtig zu machen, bis das Regelwerk soweit funktioniert und dann kann ich das Regelwerk auf meine Produktionsmaschine machen. Das ist also so, wie ich meine Regeln mache. Ich habe also fange nicht an, irgendwelche Regelgeschichten auf meinem Produktivsystem zu entwickeln, sondern ich habe dafür mein Testsystem, da probiere ich es dann aus, da mache ich dann die Änderungen und kann jetzt entsprechend mit se-module minus i my se-linux-pp kann das entsprechend jetzt geladen werden. Das dauert immer ein bisschen. So, und jetzt wäre also entsprechend, diese Regeln werden jetzt also entsprechend als Modul in mein System hinzugefügt. Also wie gesagt, Audit to Allow nimmt die Fehlermeldung aus dem Logfiles und erzeugt daraus neue Regeln. Und ich kann dann diese Regeln in ein Modul packen und das Modul entsprechend dann laden. Das landet dann auch in dem System Config. Nein, das landet in etc se Linux. Ja, es wird auch in dem GUI stehen. Also es kommt darauf an, es gibt da verschiedene. Ich benutze AL, das bedeutet alle seit dem letzten Reload des Regelwerkes.
Da gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. Du kannst auch sagen, wo sollen die Fehlermeldungen hergenommen werden? Aus dem Log-File. A ist das also das Audit-Log. Ich könnte auch sagen D, dann holt er sich aus die Message raus. Also du kannst es entsprechend unterschiedlich sagen, woher und wie lange zurückgehen er soll. Ich mache es halt immer nach dem aus dem Audit-Log seit dem letzten Reload, weil wenn du was entwickelst, ist es genau das, was du brauchst. Das habe ich mir jetzt so angewöhnt. Und dann die eigentlichen Module, wie ich gerade eben auch schon gezeigt habe, werden dann entsprechend mit SE-Manage verwaltet. Ja, also damit kann ich dann jetzt zum Beispiel sagen, SE-Manage L. Achso, nee, nein, SE-Module wollte ich noch zeigen. Mit SE-Module sehe ich dann entsprechend die Module. So rum war es. Und mit SE-Manage kann ich dann die Sachen machen, die ich auch in dem System-Config SE-Linux gemacht habe, wie zum Beispiel einen Port hinzufügen und solche Geschichten. Das geht mit SE-Manage. Ja, also wie gesagt, mit diesem SE-Modules kann ich die Module verwalten, die ich damit erzeugt habe, und mit SE-Manage kann ich entsprechende Sachen hinzufügen, wie folgende Datei soll folgenden Security-Kontext haben. Das ist dasselbe, was ich vorhin in dem System-Config SE-Linux gemacht habe. Ja, also diese Geschichten hier, File-Labels, Porten-Geschichten, und wenn ich jetzt hier schaue, gibt es auch wirklich MySE-Linux in der Version 1.0. Und das könnte ich jetzt also auch wieder entfernen, wenn ich möchte. Für die Booleans übrigens, das habe ich bei mir jetzt nicht drin stehen gehabt, sollte ich vielleicht noch hinzufügen, gibt es setSEBool bzw. getSEBool. Das ist also jetzt zum Beispiel die gesamte Liste meiner Booleans. Ja. Also auch für die Leute eben, alles was man mit dem System Config SE Linux machen kann, dafür gibt es natürlich auch Text-Tools. Das ist eigentlich sogar eher anders darum, weil die Text-Tool gibt es schon wesentlich länger und jetzt erst relativ neu ist das Ganze eben auch in der grafischen Oberfläche. Was ein? Ach so, wie viele Booleans das sind? Ja, das sind schon ein paar. Also 81 sind jetzt, das ist jetzt eine Fedora 7 Standardgeschichte. Das sind eben so diese Standardgeschichten, die da so drin sind. Man kann die auch selber schreiben. Wie gesagt, ich wollte das Ganze hier vereinfacht halten. Deswegen fangen wir jetzt hier nicht an, irgendwelche Regelwerke selber zu schreiben. Es geht nur darum, dass man eben diese Fehlermeldung umgehen kann, indem man entweder das richtige Label, die richtige Datei verweist. Das ist das, was man in den meisten Fällen machen muss. Oder wenn es wirklich etwas Besonderes ist, das bis jetzt eben noch nicht in den SE-Regeln Linux, in den SE-Linux-Regeln drinstehen, dann kann ich das entsprechend auch mit diesem Audit to Allow entsprechend aus den Fehlermeldungen entsprechend die richtigen Module entsprechend bauen. Ja. Sind sonst jetzt erst noch mal Fragen? 5 Minuten haben wir noch. Ja. Kann man, also ich drücke es jetzt mal ganz provokant aus. Ist SE-Linux selbst nicht irgendwo auch eine Sicherheitslücke durch seine Komplexität? Also nur mal. Ja. Ich will irgendetwas anders machen, schreibe dann neue Regeln dazu und vertue mich irgendwie dabei. Ich schaffe dadurch eine zusätzliche Sicherheitslücke. Es wird immer wieder angesprochen. Klar, SE Linux hat eine gewisse Komplexität, widerspricht auch damit im Grunde genommen dem Make It Stupid Simple, das ja eigentlich ein Designprinzip von Unix ist. Es ist erstens so, dass der normale Sysadmin gar nicht so tief reingehen muss. Denn die meisten Systemregeln sind ja entsprechend schon im SE Linux drin. Du kannst auch entsprechend einzelne Sachen ausschalten. Also viele von den Booleans wird man hier finden, die dann heißen irgendwie run unconfined, die dann bedeutet, hey, bitte schalte für dieses eine Programm SE Linux aus. Also wenn du wirklich sagst, mein Apache, ich krieg's nicht hin, dass der entsprechende SE Linux läuft, dann kannst du für ein Apache SE Linux ausschalten und den Rest entsprechend eingeschaltet lassen. Das gibt es also auch noch. Und ansonsten, klar, wenn du einen Konfigurationsfehler machst, kannst du eine Sicherheitslücke dir einbauen. Das ist immer der Fall. Also ich meine. Aber
Naja, also SE Linux ist ja eine Zwischenschicht. Das bedeutet, wir haben weiterhin unsere ganz normalen Unix-Rechte. Also wenn du deine Unix-Rechte dicht ziehst, hast du mit SE Linux nur zusätzliche Sicherheitsrichtlinien. Also du kannst durch einen SE Linux-Fehler nicht mehr erlauben, als es nicht schon vorher erlaubt wäre. Du kannst mit SE Linux nur weiter einschränken. Also wenn du mit dem SE Linux sagst, der Prozess soll jetzt eben als in einer anderen Domäne laufen oder weil du dich irgendwie vertan hast, ist es trotzdem noch weiterhin so, dass hier für die Dateien weiterhin die ganz normalen Unix-Rechte gelten. Das, du hast nur eine zusätzliche Sicherheitsschicht drin. Also selbst wenn du da einen Fehler machst, im Worst-Case-Szenario hast du die ganz normalen Rechte, also die ganz normalen Regeln, die du hättest, wenn du gar kein SE Linux hättest. Das ist das Schlimmste, was dir bei SE Linux passieren kann. Ja, wenn du es hier verbaut hast, dann musst du es halt entsprechend im SE Linux wieder freischalten. Also es ist... du hast eine Möglichkeit, und zwar beim Booten sagst du einfach, SE Linux ist gleich 0. Ja, und damit hat es der Fall auf jeden Fall erledigt. Also damit kommst du auf jeden Fall wieder rein. Übrigens, schau dir mal den Standard-Boot-Prompt von einem SUSE Linux Enterprise Server an. Da steht überall SE Linux ist gleich 0 drin, weil die haben damit angefangen, haben aber sich dann doch entschieden, nee, wir benutzen doch kein SE Linux, haben ja damals die, jetzt heißt es ab Armor, vorher hieß es anders da, die das entsprechend entwickelt haben und haben dann gesagt, nee, wir machen doch kein SE Linux, wir machen jetzt entsprechend ab Armor. Eine Frage, ja, achso, ja, genau. Ruth, an sich brauchst du dafür die Berechtigungen, Set Enforce, also das Enforcing auszuschalten. Standardmäßig hat das Root. Ja, lass es mich so ausdrücken, weil wie gesagt, SE Linux hat noch einen wahnsinnigen Funktionsumfang mehr und es geht so weit, dass du also auch Root einschränken kannst, dass du also sagst, okay, ich habe einen Sicherheitsadministrator, der darf zwar keine Datei lesen, aber der darf SE Linux-Regeln verändern. Das Ganze geht dann in die Richtung, deswegen hat es auch Red Hat dann so stark weiterentwickelt in die Richtung. Sarbanes-Oxley und all die Geschichten kannst du jetzt eben Set Enforce, also das Enforcing auszuschalten. Standardmäßig hat das Root. Ja, lass es mich so ausdrücken, weil wie gesagt, SE Linux hat noch einen wahnsinnigen Funktionsumfang mehr und es geht so weit, dass du also auch Root einschränken kannst, dass du also sagst, okay, ich habe einen Sicherheitsadministrator, der darf zwar keine Datei lesen, aber der darf SE Linux-Regeln verändern. Das Ganze geht dann in die Richtung, deswegen hat es auch Red Hat dann so stark weiterentwickelt in die Richtung. Sarbanes-Oxley und all die Geschichten kannst du jetzt eben Set Enforce, also das Enforcing auszuschalten. Standardmäßig hat das Root. Ja, lass es mich so ausdrücken, weil wie gesagt, SE Linux hat noch einen wahnsinnigen Funktionsumfang mehr und es geht so weit, dass du also auch Root einschränken kannst, dass du also sagst, okay, ich habe einen Sicherheitsadministrator, der darf zwar keine Datei lesen, aber der darf SE Linux-Regeln verändern. Das Ganze geht dann in die Richtung, deswegen hat es auch Red Hat dann so stark weiterentwickelt in die Richtung. Sarbanes-Oxley und all die Geschichten kannst du jetzt eben Set Enforce, also das Enforcing auszuschalten. Standardmäßig hat das Root. Ja, lass es mich so ausdrücken, weil wie gesagt, SE Linux hat noch einen wahnsinnigen Funktionsumfang mehr und es geht so weit, dass du also auch Root einschränken kannst, dass du also sagst, okay, ich habe einen Sicherheitsadministrator, der darf zwar keine Datei lesen, aber der darf SE Linux-Regeln verändern. Das Ganze geht dann in die Richtung, deswegen hat es auch Red Hat dann so stark weiterentwickelt in die Richtung. Sarbanes-Oxley und all die Geschichten kannst du jetzt eben entsprechen.